Ricardo, ihr habt das Double geholt, schon vorzeitig. Heute mit einem Kantersieg das Spiel, das Abschlussspiel der Saison beendet. Wie sind die Emotionen? Ja, natürlich noch. Ja, schwer in Worte zu fassen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten im Sommer 2015, 2016, letzte Saison, einen großen Umbruch, viele Abgänge, viele Neuzugänge. An so einen Moment wie jetzt habe ich da noch gar nicht gedacht. Ich wollte die Runde so gut wie möglich abschließen mit dem FVN. Was sich da natürlich was sich da entwickelt hat, Jehan Zönmez, Trainer, er hat wirklich die Kompetenz, eine Familie aus sowas zu machen, ja, ist wirklich, da hat alles zusammengepasst. Und wie gesagt, jetzt Aufstieg, Doublesieg, Pokalsieg, unbeschreiblich für mich. Also ich denke, dass ich das vielleicht nächsten Montag oder so realisieren werde. Jetzt ist für mich, ja, ist noch schwierig zu realisieren, wirklich. Du bist ja seit 7 Jahren bei den Herren dabei, seit 9 Jahren im Verein und kämpfst quasi seit so langer Zeit um den Aufstieg in die Landesliga, jetzt endlich geschafft. Kannst du dazu sagen, was zu diesem langen Weg? Ja, 7 Jahre, das stimmt. Neudert hat schon immer eine sehr gute Mannschaft gehabt. Also ich habe wirklich auch jedes Jahr an den Aufstieg geglaubt. Ja? Also wie gesagt, da waren Riesenkicker hier. Sven Lorenz, Dennis Martinez, Gianetto, Christian Arns. Wir haben immer schon Riesenkicker gehabt. Und ich habe wirklich auch jedes Jahr an den Aufstieg geglaubt. Und deswegen habe ich mich auch immer wieder dafür entschieden, ich will diesen Schritt mit dem FVN schaffen. Auch letzte Saison wieder, ich habe wieder dran geglaubt. Und jetzt habe ich natürlich einen Doublesieg für mich als Kapitän. 7 Jahre hier. Ich habe meine ganze Jugend hier verbracht. Also der FVN ist in meinem Herz drin. Natürlich unglaublich, aber wie ich es gerade eben schon gesagt habe, unbeschreiblich. Also ich kann es euch nicht richtig fassen. Es waren lange Jahre, aber für mich hat sich in diesem Moment alles gelohnt. Alles. Kurzes Fazit der Saison und einen Ausblick auf die nächste. Ich benutze das Wort gern nochmal, unbeschreiblich. Wir haben Rekorde gebrochen, vereinsinterne Rekorde in der Kreisliga. Wir haben jetzt heute das 100. Tor gemacht. Haben hinten nur, ich glaube, 22 oder 23 Hütten bekommen. Haben den Kreispokal geholt, haben den Verbandspokal bis in das Achtelfinale geschafft. Und das ist einfach, ja, unbeschreiblich. Nächste Saison, ja, müssen wir mal schauen. Ich freue mich, ich habe mit Neustadt noch nie Landesliga gespielt. Das war mein Traum. Jeder, der mich kennt hier im Verein, das weiß jeder. Ich will mit dem FVN Landesliga spielen. Wir haben es jetzt geschafft und nächste Runde müssen wir einfach mal gucken. Wir wollen so gut wie möglich abschließen. Wir versuchen ein bisschen die Euphorie mitzunehmen und ich denke, dass vielleicht die ein oder andere Mannschaft uns unterschätzen wird und denke nicht, dass wir im ersten Jahr um den Abstieg mitspielen. Ich denke, dass wir eine ganz gute Rolle im Mittelfeld spielen, das ist mein Wunsch. Ja, und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja. Ricardo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank auch, ja.